berichten auf dem Kanal eigentlich relativ häufig über Ausbau im ländlichen Raum. Heute sind wir mal mitten in der Stadt, in München in Laim, weil hier ein Nahbereich ausgebaut wird. Bei mir ist der Thomas Wenck, der Baubegleiter hier für dieses Projekt. Thomas, du baust auch im ländlichen Raum. Heute sind wir in der Stadt. Was ist bei so einem Projekt anders? Da ist eine Menge anders. Zum einen natürlich die Umgebung. Wir sind hier im Städtischen, wir haben hier mehrere Wohnblocks um uns herum, viel Fußgängerverkehr, viel Autoverkehr. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Baufirmen. Was Genehmigung angeht im Vorfeld, aber auch dann im tatsächlichen Bau entsprechend die Sparten, die unter der Erde auftauchen, sprich andere Versorger, die dann eventuell im Weg liegen oder stören. Und ansonsten auch parkende Autos, die den Zugang verhindern. Das sind andere Herausforderungen hier in der Stadt. Warum bauen wir jetzt hier einen Nebensteller? Also ein Nebensteller wird in den meisten Fällen deswegen gemacht, weil es einfach platztechnisch schwer möglich ist. Entweder ist zu wenig Platz vorhanden oder wie in dem Fall steht der Bestands-KVZ schon auf Privatgrund. Es ist ein Zaun bis zum KVZ. Es wird alles ein bisschen schwieriger, wieder die Genehmigungsverfahren. So ist man im öffentlichen Grund geblieben, stellt den MFG als Nebensteller aber in öffentlichen Grund. Wie viele Leute leben hier so in diesem Anschlussbereich jetzt? Hier haben wir über 3.500 Haushalte. Ich bin ein klein wenig stolz. Ja. MFG wird angeliefert mit diesem Plakat da drauf. Und das Plakat, das haben wir mal entwickelt und uns dafür eingesetzt, dass diese MFGs immer mit so einem Plakat beklebt werden, damit die Leute wissen, was eigentlich in dem Kasten drin ist, wozu der dient. Weil das ein oder andere Mal entzündet sich an so einem MFG auch eine Diskussion darüber, dass Leute sagen, warum steht da jetzt so ein großer grauer Kasten am Straßenrand? Die stehen ja auf öffentlichem Grund. Das heißt, vom Bürgersteig geht dann ein Stück verloren. Aber man muss ja die Infrastruktur irgendwo aufbauen können. Wir haben jetzt hier den Kabelschacht angebohrt. Da werden jetzt drei Leerrohre vom neuen MFG-Beisteller zum Kabelschacht verlegt. In diesen Leerrohren wird dann später das Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle aus eingezogen. In ein weiteres kommt das Stromkabel, das den MFG mit Strom versorgt. Und durch das dritte Kabel wird dann ein kurzes Stück Kupferkabel verlegt. Weil das ein Nebensteller ist, werden diese Schränke, die wo daneben stehen, mit einem kurzen Stück Kupfer wieder verbunden, wo die Kunden angeschlossen sind. Wir stellen heute das MFG-Gehäuse. In einem weiteren Schritt wird dann ein Speednet-Rohrverband, das sind so kleine Plastikröhrchen, eingezogen. Das wird im ganzen Ausbaugebiet an mehreren Tagen nacheinander fertiggestellt. Wenn diese Leerröhrchen verlegt sind, wird die Anlage umgebaut, die Maschine, und wir blasen dann die Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle direkt in das MFG-Gehäuse. Ha 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 ha
steht der Kasten da am Straßenrand und der Kunde denkt, super, dann kann ich ja buchen. Aber der Kasten ist leer. Das heißt, als nächster Schritt wird der Kasten mit Glasfaser angebunden. Da hat mir der Thomas Bilder geschickt, 8 Wochen später, wo das mit Glasfaser angeschlossen wurde, das MFG. Und da können wir uns jetzt mal angucken. Von der Trommel, das schwarze Kabel, was runterläuft, das ist das Glasfaserkabel. Das wird hier in das Gerät eingelegt. Das Glasfaserkabel, das schwarze, wird jetzt in dieses grüne Speedpipe-Röhrchen eingeblasen. Und dann geht es in die Kabelschachtanlage und von der Vermittlungsstelle bis zu dem MFG am Straßenrand. Dort wird dann wieder der Kabelschacht geöffnet, wo vorhin die Bohrung stattgefunden hat, und da kommt dann das Glasfaserkabel an. Und wenn es dann mit Glasfaser angeschlossen ist, dann kommt auch der Strom. Dann wird auch die Technik in den Kasten überhaupt erst eingebaut. Es muss buchbar gemacht werden. Es muss mit den Wettbewerbern gesprochen werden und so weiter und so fort. Das Ganze führt dazu, dass so das Umstellen eines Nahbereiches, bis es dann wirklich für den Kunden nutzbar ist, ungefähr 1 Jahr dauert. Wir haben darüber auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich euch da oben verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.